Kleine schlägt gerne aus. Okay, das heißt ja, wenn wir jetzt gerade rückwärts fahren, an der Lenkung gar nichts ändern, dann müssten wir erstmal ein bisschen Strecke machen. Der Kleine schlägt gerne aus. Ich weiß wohl. Also ja. Der geht nach einem Meter, geht der schon, also da, so genau kann man das Lenkrad gar nicht gerade halten. Ja. Der schlägt nach einem Meter, fängt er schon an auszuschlagen. Da muss ich also immer ganz klein ein bisschen korrigieren, damit das hinhaut. Probieren wir mal. Versuchen wir mal im Moment noch nicht zu lenken. Gucken wir uns an, wo fährt der Anhänger denn hin? Ich würde jetzt in die Richtung. Ja, das ist eine Prognose. Wir gucken uns das an. Schön langsam, schön langsam. Ey, du bist im Urlaub, nicht auf der Flucht. Okay. Schön langsam. Das ist vom Tempo her jetzt optimal. Weil jetzt haben wir auch Zeit, auf den Anhänger zu korrigieren und zu reagieren. Genau. Jetzt müsste langsam deutlich werden, wo der Anhänger hinläuft. Ja, der läuft daneben. Genau. So, jetzt halt die Lenkung. Halt die Lenkung. Nein, halt die Lenkung. So halten? Ja, weil ich stelle fest, der Anhänger läuft raus. Achso, dann also muss ich den erst jetzt wieder gerade kriegen und dann den Wagen gerade kriegen. Perfekt. Also lenke ich dahin. So, jetzt muss ich aber auch die Lenkung so lange halten, dass der Anhänger das gemacht hat, was ich haben wollte. Wenn ich ihm das nur kurz sage, dann wird er das nur kurz machen, aber nicht in dem Maße, wie ich es brauche. Ne? Dann laufe ich wieder diagonal über den Platz. Genau, super. Ja? Also, der kriegt erst wieder einen anderen Lenkbefehl, wenn er das gemacht hat, was ich ihm vorher gesagt habe. Der Anhänger ist jetzt permanent gerade hinterm Auto lang gelaufen. Ja. Das war gut. Insgesamt sind wir aber ein bisschen diagonal, ein bisschen schräg über den Platz gefahren. Du hast alles richtig gemacht, aber wir müssen uns noch ein Ziel suchen. Wo wollen wir denn hin? Und dieses Ziel müssen wir, und darum wieder beide Spiegel, auch immer im Auge haben. Ne? Weil man guckt in einen Spiegel, kennt sich jetzt aus, hat seine Indikatoren gefunden und ja, dann ist man auch froh, wenn man damit klarkommt. Warum will ich jetzt das noch anspruchsvoller gestalten? Ich habe noch nicht das Vertrauen in den Hänger, dass der sozusagen das macht, was ich möchte, beziehungsweise ich will was anderes machen, als der Hänger denkt. Der Anhänger fängt irgendwann an, in eine Richtung zu laufen. Auch wenn ich sage, ich will nur gerade rückwärts fahren. Eine unebene Fahrbahn, ganz wenig reicht schon. Der Trick ist eigentlich, dass ich immer dahin lenke, wo ich den Anhänger im jeweiligen Außenspiegel mehr sehe. Wenn ich beide Außenspiegel mehr oder minder versuche gleichmäßig zu beobachten, dann stelle ich irgendwann fest, aha, der Anhänger läuft nach rechts in den Spiegel rein. Und da muss ich jetzt auch hinlenken. Und jetzt kommt genau die Krux, die man häufig am Stammtisch hört, da muss ich genau entgegengesetzt lenken. Das bringt manchmal Knoten im Hirn. Jetzt Knoten am Lenkrad und das Ergebnis ist ein Riesenchaos. Peter, beide Spiegel. Ja, hast du schon mal gehört heute, ne? Ja, ist klar. Oh, Spiegel. Ich hatte mich dann auf einen Spiegel konzentriert und der zweite wurde etwas vernachlässigt. Und da muss ich auf jeden Fall was tun. Ja, der Hänger, der tritt halt sofort aus. Also kaum 10 cm geradeaus rückwärts gefahren, hat er sich schon für eine Seite entschieden, nämlich die, die man nicht will. Und da muss man also schon sehr langsam fahren, damit man wirklich die Richtung halten kann. Also wir versuchen eigentlich klar zu machen, da wo ich den Anhänger mehr sehe, in meinem Rückspiegel, da muss ich hinlenken. Sehe ich den Anhänger sehr viel, muss ich sehr viel lenken. Sehe ich ihn nur gerade mal so da reinrollen, ja, dann reicht auch ein wenig nachlenken. Immer mit dem Ziel, ich will gerade rückwärts fahren. Das ist aber die Basis vom wirklichen Rangieren. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich auch nicht anfangen, rückwärts um die Ecke fahren zu wollen. Das wird
nie sauber funktionieren.